Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist das Chaos und bei uns sind Thompson und Master Schröder. Servus. Moin schön. Ich wollte jetzt fast sagen... mein Name ist Master Schröder. Ja. Hat man überhaupt nicht gemerkt. Ich dachte schon, sagt er jetzt Master Schröder oder was wird das? Oh, was ist hier für ein riesiger... Giftschmuckender Dude. War schon lustig. Ja, immer wieder das. Oh. Was für eine Verbindung wir zueinander haben, dass ich das so instant mitkriege, ne? Ja, manchmal schaltet erschreckend. Manchmal schaltet das Hirn einfach aus. Das kann man einschalten. Man ist auf Standby. Macht weniger Strom. So, wir bauen jetzt hier ein paar Parabolspiegel, wollte ich schon sagen. Aber es sind Kristalloszillatoren, weil du vorher Parabolspiegel gesagt hast. Weißt du, wie ich dann auf Formel 1 gekommen bin? Wie denn? Eine Kurve auf dem Rennkurs im Monza heißt Parabolica. Ah. Ja. Wo hast du das Quarz hingegeben oder verarbeitest du schon? Ich hämmer wie blöder drauf rum und mach da kleine Quarzdinger draus. Toll, toll, toll. Ja. Oh, ein Lizard-Dogger. Servus. Howdy, Partner. Ich habe auch schon zwei angefüttert, aber keiner ist bis jetzt bei mir geblieben. Die hauen immer ab von mir. Ich werde jetzt mal mein Inventar ein bisschen aufräumen noch. Die mögen leider nicht. Das Inventar ist gesteckt voll. Gesteckt voll? Ja. Das ist aber auch gewählt ausgedrückt wieder, ne? Das kann man nicht anders sagen. Hey, nicht alle auffressen. Das sind meine Bären. Dieser Doggo. Du willst einen guten Freund haben. Nom 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 nom. So, ich habe jetzt 6 von diesen Oszillatoren machen können. Und mir fehlen. Cable fehlt mir. Wo ist Cable? Ich habe 21 noch. Also, ich habe 3 nämlich. 3 Parabolspiegel und 10 brauchen wir. Oszillatoren. Nur klar, Parabolspiegel, warum denn nicht? Ja, das sind jetzt Parabolspiegel. Nur klar. Was ist denn jetzt hier los? Ist das schon alles wieder durch? Schon durch. Mhm. Oil-Extractor, so. Wo stehst du denn? Hier bei der MEM. Dann stehst du so neben mir. Ja. Wo werden eigentlich die Frames hergestellt? In der Grafikkarte. Ja. Die modularen Frames. Hast du noch von diesen zerbröselten Körnern irgendwas? Vom Quarz? Ja. Ja. Wie hast du davon noch? Also ich kann sie runterlegen. 21. Und 4 Quarz. Geh noch was. Da kriege ich noch einen Parabolspiegel hin. Wie viel hast du schon? 12 aktuell. Ja, okay, wir brauchen 10 aktuell. Jetzt habe ich 14. 14! Sehr schön. Ich habe eine Schraube locker. Ich suche jetzt die modularen Frames. Ich habe ja hier... Wir sind eher weiter hinten in der Base. Was mit der lockeren Schraube? Weiter hinten in der Base ist... Sehr präzise. Ja. Aber wir haben. Ich stelle ja nämlich Beacons für alle Sachen auf. Dann. Nein, einfach farblich markieren. Nee, nicht Beacons aufstellen, da bricht das Spiel zusammen. Einfach farblich markieren. Einfach sagen. Ist ein Fluid Buffer gerichtet? Ah nein, der Pfeil geht in beide Richtungen. Erst wenn du ihn anschließt. Wo soll ich denn jetzt die Parabolika-Dinger hinpappen? Neben die MEM. Du kannst es am Boden legen, dort auch, weil ich bin eh da. Mach mal das her. Hier, bitteschön. Nice. So, also wir pumpen jetzt schon mal Öl. Dann kriegen wir gleich den... Das wird ein schmieriges Gefecht. Geschäft. Dann kriegen wir... In 5 Minuten kriegen wir den Explorer. Den was? Den Explorer? Ja. Da ist ein Lizard-Dog und jetzt kommt noch so ein lustiger Vogel, so ein Toucan oder was das ist. Den kannst du wegschwerten. Nee, der watschelt hier lustig durchs Bild. Und der Lizard-Dog hat seine Zunge raushängen. Ja, das weiß ich nicht, was das ist. Das haben sie am meisten. Aber der findet diesen Vogel anscheinend lustig. Oh, da könnte ich noch was machen. Wenn ich 10 von diesen komischen Dingern kriege. Was sind denn komische Dinger? Rotoren, Stratoren? Weiß es nicht. Das ist nur ein Unterschied. Rotor oder Stator ist nur wirklich ein Unterschied.
merke mir nie, was was ist hier. Das, was sich dreht, ist der Rotor und das, was feststeht, ist der Stator. Lisa Doggo, komm ein bisschen darüber. Es ist ein Stator. Lisa Doggo, du bist im Weg. Komm, diese Beschreibung hat ihm nicht gefallen, glaube ich. Lisa ja, Doggo, ja, passt schon. Komm. Passt schon. Passt schon. Put. Ja, das ist der Weg herum. Das ist kein Hund. Also Lisa Doggo ist natürlich ein Hund. Put macht man bei ein Hühnern. Hund, habe ich gesagt. Ich habe eh nicht Hund gesagt. Hund! Mein Name ist Hund, wie Katze. Okay, wo? Kennt ihr das? Kennt ihr Dings hier, Bimsen? Wie heißt denn das? Hals über Kopf? Was haben wir gehört? Den Donner. Nein. Nee. Was bildest du dir jetzt ein? Sollst du heimlich? Nee, es hat hier gerade, wie ich die Refinery aufgestellt habe, gedonnert. Oder ist die einfach so schwer? Keine Ahnung. Die wird wahrscheinlich so schwer sein. Wo sind die Statoren? Stratoren? Thompson? Ja, wie soll ich dir eine genaue Beschreibung sagen? Was ist denn in der Nähe? Ich habe die Modular Frames vorher gefunden. Die Eisenproduktion. Was ist das? Der Exit davon. Ich könnt mich amüsieren, ihr euch beide. Es ist zu schön, euch zuzuhören. Da ist Eisenproduktion. Das freut mich immer. Da sind Stahlplatten. Also die geschraubten Stahlplatten. Bin ich in der Region richtig? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Das geht da so um die Ecke, also ziemlich versteckt. Das da, sind, wo dieses Eisenband so quer geht. Das sind aber Rotoren hier, die ich da gefunden habe. Achso, was brauchst du? Stratoren. Statoren, nicht Stratoren. Stator. Ah, okay. Da, ich hab's verwechselt. Das ist dort beim... Ich verwechsel die auch immer. Beim Space Elevator. Da gibt's so eine eigene Produktion. Ich glaube, da sind aber noch nicht genügend über. Weil ich mache daraus Motoren. Das ist okay. Was, es gibt eine eigene Produktion in Satisfactory? ja, aber die werden... Ich wollte nicht ins andere Rohr. Werden immer sofort... Ja. Du kannst das vielleicht aus dem Eingang vom anderen nehmen. Oder sind da nicht genug? Was sind da? Motoren. Du kannst die Motorenfabrik auch derweil mal rausschalten. Oh, jetzt habe ich 32. Ups. Ich habe jetzt die Refinery aufgestellt und da gibt es aber auch die alternativen Fabrikationen für Wet Concrete und die Eisenbahn mit Wasser. Da kann man eben Flüssigkeit anschließen. Oder ich kann jetzt Petroleum Coke machen. Komm wieder zurück, oder danke. Plastik. Okay. Ah. Genau, dafür... Wo war das hier? Ah, natürlich habe ich 2 zu wenig geholt. Und hier brauche ich dann nochmal 100 Modular Frames. Oha. Ja, ja. Jetzt hat es mich gleich in das andere Rohr reinkatapultiert, ne? Auf dem Rückweg. Ja, wenn du quasi W drückst. Oder besser gesagt... Alter, das hat mich rausgespuckt bis an die Wand ran. Ja. Bin jetzt hier 3 oder 4 Kacheln weit geflogen. Super. Funktioniert. Brauchen wir für irgendwas Polymer Resin? Used for crafting. Ah, da kann Polymer man auch Plastik. Resin. Okay. Und wir können jetzt auch Kraftstoff erzeugen. Es wäre irgendwie schön, wenn es hier so ein ME-System geben würde. Naja, von mir aus auch als letztes Tier. Das ist mir egal. Ah, 100 Modular Frames brauche ich noch. Als letztes Tier stehe ich bei dir vor der Tür. Was ist das für eine lilane Flüssigkeit? Was denn? Ah! Heavy Oil Residue. Also Schwerölrückstand oder was. Was ist denn das? Steck im Mund, steck im Mund! Explorer? Was ist denn der Explorer? Ein Fahrzeug. Wo ist er denn? Explorer, da. Ah, der sieht aber gut aus. Benötigt Treibstoff. Ja. Auch 15 Beacons. Was, Beacons? Ja, 15 Beacons, 5 Beacons. Motoren, 5 Achso, zum Bauen. Ja. Ich hab gedacht, das ist Treibstoff.
Die bestimmt auch. Oh. Verbrennt die. Ah, das ist sehr schön. Wir können dann, wenn ich das jetzt geforscht habe, können wir feindliche Aliens entdecken im Object Scanner. Na schau. Brauchte ich für hier? Ah, dieses Methyl. Haben wir davon noch was? New object added to the object scanner. Ich frage mich, was man mit dem Heavy Oil Residue machen kann. Haben wir noch irgendwo so ein Methyl? Vielleicht oder? In den drei persönlichen ja. Kisten, die da bei der Base herumliegen. Hier. Das habe ich übersehen. Methylium haben wir mir jetzt genug. Weil, und wenn nicht, wenn ich muss mit der Kettensäge los, dann hole ich welches. Wenn ich das jetzt noch fertig habe, dann haben wir Alien-Organism auch komplett durch. Alien-Organism. Und dann fehlt nur noch Quarz. Lecker, frisch gegrillt. Bei Sulfur fehlt noch was. Vielleicht mache ich das auch noch. Ah, das. Produzieren wir irgendwo Circuit Boards? Nein, die können wir noch nicht. Das kriegen wir erst mit der Ölproduktion unseres werten Herrn. Und Gummi wahrscheinlich auch noch nicht. Gummi nee. Können wir schon. Das kann ich hier jetzt machen. Okay. Und aus dem Ölrückstand kann man entweder, also ohne andere Sachen, Treibstoff machen, also Fuel, oder Petroleum, Coke. Mhm. Oder mit Wires und den Ölrückständen kann man auch Cable machen. Okay. Stable Cable. The Gable Stable. So, wo sind die... Wo sind die Kupfer-Sheets? Oh, das war mal knapp. Ich glaube, die waren da hinten irgendwo. Der Lizard Dog hat Bären für mich gefunden. Cool. Aufgemacht. Weiter so. Ah, das sind zwar keine Kupfer-Sheets, aber das kann ich auch weggeben. Habt ihr jetzt gehört, was rausgekommen ist bei Trump? Wie war das da rausgekommen? Naja, er war ja immer so, ja, Coronavirus kann nichts und so weiter. Aber es ist jetzt ein Interview geleakt worden von, wann war das? Also so März oder so? Wo er mit so einem Biografen gesprochen hat, weil der schreibt über fast jeden Präsidenten, hat er quasi ein Buch geschrieben und so weiter. Der ist in der Szene sehr bekannt. Und da hat er ein Telefoninterview geführt. Und da sagt er, ja, der Coronavirus ist sehr gefährlich und wir müssen darauf aufpassen. Aber er will das nicht zu sehr so betonen, weil er keine Panik auslösen will. Aber er hat jetzt die ganze Zeit gesagt quasi, dass er ungefährlich ist. Und hat damit befeuert, weil das viele Leute ihm geglaubt haben. Weil wenn es der Präsident sagt, dann wird es ja wohl stimmen. Ja. Genauso wie, dass sie Bleichmittel trinken sollen, das ist urgut. Ja, wobei, da muss man sagen, da hat er nicht gesagt, dass man Bleichmittel trinken soll, sondern da hat er gesagt, dass der Inhaltsstoff... Er hat auch nie Bleichmittel erwähnt, er hat nur den Inhaltsstoff erwähnt und die Leute haben halt dann in Panik geschaut, wo der Inhaltsstoff drauf ist. Ja. Da wären sogar noch Globuli besser. Ja, wenn man dran glaubt, das hilft dann alles. Ja. Halt in gewissem Maße. Nicht, dass du noch Diabetes bekommst. Komm, Lisa Dogo. Wie man bitte, sieht, geh aus dem Weg. Stehe ich nicht sehr gut zu Homöopathie. Ja, kann man genauso Tic-Tac lutschen. Ist wahrscheinlich auch günstiger. Es gibt einmal im Jahr treffen sich Apotheker und Mediziner in Wien vorm Stephansdom. Und okay. Tic-Tac lutschen. Und hauen sich gemeinsam Globuli rein. Und dann? Die wollen halt damit zeigen, dass die quasi nichts machen und dass es
Weil bei bei Homöopathie ist es so, die müssen nur beweisen, dass es nicht schädlich ist. Mhm. Während bei Medizin nachgewiesen werden muss, dass sie funktioniert. Ja. Und das finde ich halt schon traurig. Eigentlich finde ich, dass Homöopathie gleich mit Medizin eingestuft werden soll. Aber ja. Bis vor kurzem gab es an der Med-Uni in Wien gab es auch noch... Moment, ganz kurz. Es gibt eine Med-Uni. M-E-D. Nicht Med. M-E-T. Medizin. Med-Uni, wie man die besten Med-Brötchen belegt. Ich war gerade, also wissenschaftlich belegt. Ja, ich habe Hunger. Ich sage es nochmals, ich habe Hunger. Und deswegen fand ich das jetzt gerade sehr, sehr interessant. Bis vor kurzem gab es da auch noch einen Studiengang für Homöopathie. Der wurde an der medizinischen Fakultät. An der medizinischen Universität, ja. Ja, gut, okay. Der wurde aber vor kurzem gestrichen. Oh, hier habe ich ein bisschen Quarz gefunden. Bis hier unter kann man Flüssigkeitsoutput irgendwo zerstören. Oder kann ich da noch so ein, wie heißt dieses Research-Ding, Awesome Sink, kann ich das da reinleiten? Weil ich habe Flüssigkeit, die ich nicht wegkriege. Weiß ich leider nicht. Ich glaube, ich muss aus dem irgendwas machen. Da ist ein Meer. Ich kann das. Den Schweröl-Shit da ins Meer laden. Ja, ich spiele ja in letzter Zeit sehr viel Echo. Ja. Warum eigentlich ohne uns? Ja, weil das vom Alt-V. Alt-V-Team. Wir haben einen Server aufgemacht. Und da spielt jetzt das ganze Team. Aber wenn ihr wollt, ihr könnt gerne mitspielen. Und ja, wir haben da so einen kleinen Troll dabei, der immer versucht, Kommunismus zu etablieren. Das wurde jetzt schon mal zum dritten Mal in Folge abgelehnt. Kein Kommunismus bei euch? Ja, das Problem ist, er macht es halt nicht wie Kommunismus, sondern er trägt sich überall als Bestimmer ein. Also eher eine Diktatur. Ja. Und seine Argumentation ist ja, Kommunismus ist ja in der Realität so. Ah, wo er ja eigentlich nicht Unrecht hat. Also quasi so, wie es ausgeführt wird. Aber ja. Es macht aber echt Spaß. Wir haben da jetzt ein Rathaus gebaut. Wo fährt's hin? Und es sind zwei, es gibt zwei Dörfer quasi. Bist du Bürgermeister von einem? Nein. Warum nicht? Ich bin Carpenter. Ich mach Möbel. Carpator! Oh, nee. Ich Carpator. Was anderes. Hoppala. Was hast du jetzt gemacht? Ist Power ausge... Ich hab nichts gemacht. Ist wahrscheinlich unsere Biomasse wieder alle, was? Ja, aber wir haben doch... Wir nicht noch zusätzliche... Wir haben doch eh so viele oben. Kann ich aus Öl irgendwie... Also eine Coal Generator. Wir haben so viele Kohlegeneratoren, die reichen nicht aus. Vielleicht ist da gerade kein Wasser mehr oder so, vielleicht ist Dürre. So, dann füllen wir da noch Zeug nach. Vielleicht sind die Sachen, die ich da aufgestellt habe, ziemlich energieintensiv. Das vermutlich. Aber du hast vorher gesagt, wir haben so über 1 Gigawatt. Hatten wir auch. Ich kann es gerade nicht überprüfen. Ich bin da, wo ich gerade baue, ist kein Strom in der Nähe. 640 Megawattstunden. Wahrscheinlich wurde irgendwo ein Kabel. Aber wahrscheinlich war es 1 Gigawatt mit den Biomassegeneratoren. Ja. Ich fülle sie gerade schon nach. Okay. Aber dass wir das nicht machen müssen, wäre gescheit, wenn wir. Wir müssen Kohle bauen. Wir demnächst oben Kohle aus.
weiter. Ja. Ja, während wir das machen oder wenn wir das machen, dann können wir das auch gleich ans neue Raster anbauen, ne? Dann müssen wir aber die alten abbauen. Ja, das ist ja dann, naja, wenn wir dann einmal da oben rangehen, dann können wir ja einmal neu bauen und dann sozusagen so viele neu bauen, wie wir alte haben, die in Betrieb nehmen und dann umbauen. Also, und dann haben wir Kapazität verdoppelt. Ein bisschen weiter wegstellen. Ja, wir können sie ja dann irgendwo hinstellen hier auf der Plattform. Ja. Also, wenn du, also ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, was ich gerade baue oder wo ich gerade dabei bin, aber das. So, dann probieren wir es mal. Jetzt? Noch bin ich nicht so weit. Nein. Achso, den Strom wieder anzustellen. Ja. Wir haben gerade, ohne denen produzieren wir 640 Megawatt. Ja. Und wir haben gerade über 640 gebraucht. Ja. Problem ist jetzt aber, dass die ganze Wasserdingsbums-Geschichte jetzt da hinten auch einmal stillstand, ne? Könnte, okay. Aber naja. Naja, die sind ja Tanks. Da sind Tanks dazwischen, genau. Okay. Jo, und sonst so bei euch? Ja, alles gut. Und bei dir? Wie lang ist denn die Folge schon? Die müsste jetzt auch so langsam. Ja, die geht gerade dem Ende zu. Das ist ja komisch, wie merke ich denn das wieder? Ja, du hast es schon im Gefühl. Ich habe Gefühle? Ja, du hast Gefühle. Oh. Aber nur für euch. Oh. Okay. Verwirrt dich das? Ach, egal. Das war's mit einer Folge Satisfactory hier auf Steel Game Studio. Aber er hat gute Laune, das ist schön. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Bei uns waren Thompson und das Chaos. Genau. Und Master Schröder war auch da. Und mein Name ist Master Schröder. Genau. Jetzt ist er total durch. Alles klar. Dann viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.